Und damit willkommen zurück bei Let's Play Risen 2. Letztes Mal... Oh Gott, die arme Patty wird hier gehostet. Letztes Mal haben wir uns um Captain Garcia gekümmert und haben ihn in die ewigen Jagdgründe befördert. Des Weiteren haben wir Patty auch nochmal besucht. Die Alte hing nämlich hier in der Höhle fest, da unten, bei dem Feuertor. Und jetzt, in dieser Folge, wollen wir uns um Stahlbar als Artefakt kümmern. Dafür müssen wir Garcias Besitz durchsuchen und um an diesen zu kommen, müssen wir Garcias Schiff finden, was sich am versteckten Strand befindet. Das müsste dieser hier sein, hoffe ich. Gut, machen wir uns auf den Weg, das ist nämlich ein ganz schönes Stückchen. Und ich bin gespannt, was noch hier im Dschungel auf uns lauert. Auf dem Weg dahin. Ich glaube, hier haben wir schon so gut wie alles aufgeräumt. Zumindest bis zu dieser Stelle da vorne. In dem Tempel waren wir, das war das mit den nackten Leichen. Von dem wir jedem erzählt haben, den wir getroffen haben. Ja, du Raider, nackte Leichen im Tempel. Voll interessant. So, und hier müssen wir jetzt nach links abbiegen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geht's nämlich gar nicht weiter. Scheiße! Mann, ich dachte, da wäre so ein Durchgang. Vielleicht von hier oben. Kann aber auch nicht sein. Wir gehen mal hoch. Aber ich glaube... Da wird es nicht weitergehen. Shit. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Nö, hier ist einfach nur eine Truhe, die wir wahrscheinlich schon geplündert haben, genau. Gut, dann machen wir es anders. Dann müssen wir... Es ist von hier trotz alledem leichter dahin zu kommen. Och, Mann. So, Patty. Okay. Das war also alles noch in Ordnung. Gut, dann hier lang. Komm, Patty. Genau, das Zeichen. Die toten Inquisitionsmitglieder. Und ich glaube, hier kommen wir auch nochmal am Angus vorbei. Den wir ja wohl für den falschen Captain Garcia töten sollten. Für den falschen Kommandant Corrientes. Also, Captain Garcia. War dann ja schon richtig. Nur, dass er nicht falsch war. So, Corrientes ist tot. Corrientes ist tot. Garcia hat ihn und den Rest der Expedition getötet. Oh nein, ich hab's befürchtet. Du solltest zurück ins Basislager gehen. Das werde ich. Danke für die Nachricht. Kein Thema, Angus. So, genau, hier runter müssen wir. Und er macht sich auf den Weg. Jawohl, er macht sich auf den Weg. Feuervögel, yay! Ich liebe diese Viecher. Natürlich. Yes. Niemand legt sich mit einer Stahlbahn an. Gut, das wollte ich haben, Patty. Echt gut. So, Schädelblüte und so weiter sammeln wir wieder ein. Denn die kann man ja immer für so ein paar hundert Gold verkaufen. Da können wir schon wieder hochklettern. Nachladen, nachladen, nachladen. Yes. Ach, ich liebe die Flinte. Ich liebe sie einfach. So. Ruhm 4000. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Aber wir sammeln den ja dann doch recht schnell. Jetzt erstmal hier oben gucken. Falls wir da überhaupt hochkommen.
Okay. Über Umwege. Das funktioniert doch so nicht. Nee, das wird nix. Das wird so nichts. Naja. Egal. Ich frage mich sowieso, ich dachte eigentlich, wir hätten hier irgendwie so einen Papageienzauber auch. Also so ein Verwandlungszauber, Voodoo-Zauber. Aber irgendwie... liege ich da doch falsch. So, gucken wir mal hier. Da gibt's nämlich was. Eine kleine Truhe, die wir sogar öffnen können. Das war leicht. Zwei Goldbrocken. Alright. Machen wir mal. Ein Quickload, weil es so schön war. Kacke. Falsche Taste. Falsche Taste. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. F8 und F9. So nah und doch so fern. Mehr so fern und doch so nah. So rum. Obwohl die liegen hier doch eigentlich ganz eng nebeneinander auf der Tastatur. Kann man sich schon mal verdrücken. Wow, 6 Kugeln und 2... Ja. Das ist Pattys typisches Verhalten, das macht sie immer so. Und da hinten müsste Garcias Schiff liegen, ne? Wir gucken mal in die Truhe. Rum! Und eine Rassel! Und ein Jadestein. Hier unten natürlich wieder die blöden Feuervögel. Komm her. Pam! Pam! Jawohl. Das geht so. Das Bajonett ist doch ganz nützlich. Muss ich schon sagen, das ist ganz nützlich. Wenn die Viecher so angestürmt kommen. Yeah. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. Niemand. Bevor wir da jetzt hingehen, gehen wir hier hoch. Das ist so einladend. Ich kann nicht anders. Sorry. Guck doch mal. Es ist wirklich wie eine Treppe. Da müssen wir einfach noch hoch. Obwohl es sich wahrscheinlich eh nicht lohnt. Vielleicht warten jetzt hier Reichtümer auf uns. Oder ein super Schwert. Oder halt einfach nur ein Goldbeutel mit 50 Gold. Naja, immerhin. So, 6739 Gold, meine Herren. So viel hatten wir, glaube ich, noch nie. Da geht's auch hoch, Mann! Das ist so nicht wahr. Cool wäre es natürlich, wenn jetzt einfach mal so ein Schatz da noch liegen würde. Das wäre schön. Warte mal, wir hatten Huch. Was ist das denn? Fluchpuppe und ein Jadestein.
Wir hatten, glaube ich, letztes Mal irgendeine Pflanze noch gefunden, ne? Scharfblick, genau. Das Ding ist dann nämlich doch ganz nützlich. So, bis die Patty hier oben ist, sind wir schon wieder runtergestürzt. Gut, dann würde ich sagen, da drüben mit dem Boot kommen wir wahrscheinlich rüber auf Garcias Schaluppe. Was macht sie da für Akrobatik? Es ist echt glorreich. Gaganus, Gaganus! Sorry, Trutan. Ich kann nicht anders. So, nette Flagge hat er. Flaschenpost, geil. Ich liebe Flaschenpost. Ist hoffentlich wieder eine Schatzkarte. So, und dann so, und dann vielleicht so, und vielleicht so, und dann ja. Geil. Proviant, 65 Gold. So, jetzt lesen wir erstmal die Flaschenpost. Da ist etwas drin. Damit komme ich zum Hohen Rat. Neue Quest, Schatz in der Pantherhöhle. Auf einer Karte kann ich den Aufenthaltsort des Schatzes sehen. Komm, wir gucken erst bei Garcia und wenn wir dann noch Zeit haben, holen wir uns noch den Schatz. So machen wir's. Zum Schiff rudern! Ich schneid dich in Streifen! So, hier geht's jetzt rund. Pam! Und ich glaube, wir nehmen die Muskete, damit sind wir einfach besser. Jawohl, jetzt nur noch ihn. Zack. Jawohl. Entermesser, 15 Gold. Wir holen uns wieder alles. Da hinten ist auch noch einer. Der ist ziemlich weit geflogen. Gut, gucken wir erstmal oben. Da gibt es wahrscheinlich nichts. Dann hier oben. Du bist so gut wie tot. Es ist Edgar Allan Poe, der uns hier erwartet. Das war's für ihn. Obwohl, nee, der ist blond. Er sah auf die Entfernung jetzt so ein bisschen so aus. Grog. Enterpistole, cool. Eine Schatzkarte, auch cool. Der Schatz an der Piratenküste. Garcias Logbuch. Ach, das ist so toll. Es ist einfach toll. So, die Enterpistole ist natürlich noch ein Stückchen schlechter. Mal sehen. Nichts Interessantes. Ah, hier. Beim letzten Landgang auf Antigua habe ich hinter dem großen Wasserfall im Felsen eine Höhle entdeckt. Am Ende der Höhle habe ich meinen Schatz vergraben. Der Eingang kann nur durch das Losungswort Garcia ist der Größte geöffnet werden. Der Kerl hat echt einen an der Waffel. Immerhin hat er den Grabungsort aufgezeichnet. Das schreibe ich mir besser mal auf. Auf der letzten Seite steht noch etwas über die Crew. Der schwarze Hund hat sie alle gegen mich aufgehetzt. Eine Meuterei ist kaum noch zu verhindern. Trotz allem werde ich mich nicht davon abhalten lassen, den Tempel des Feuers zu finden. Die werden mich kennenlernen. Garcia ist der Größte. Oh Mann. So, wir gucken mal kurz ins Logbuch. Piratenküste. Warte mal. Nicht, dass der hier irgendwo in der Nähe ist. Ich wollte nämlich gerade sagen. Haben wir den da übersehen? Ich glaube,
Wir können den ohne Karte gar nicht sehen. Gut, holen wir uns erst den und dann den in der Pantherhöhle. So, Stahlbadsartefakt, durchsuche Garcias Besitz. Ich sollte Patty davon berichten, das machen wir gleich. Meine Karte kann ich in Aufenthaltsort des Schatzes sehen und dann hier, genau, das Losungswort. Garcia ist der Größte. So, mit Patty quatschen wir gleich. Wir gucken erstmal hier unten noch. Da gibt es hier noch einen lecker Schinken. Und einen Schädel. Und hier geht es ja auch nochmal runter. Nochmal Patronen. Hier noch irgendwas Interessantes. Ein Goldbeutel. Gut, dann zurück an Land. Und dann heben wir erst den Schatz hier hinten. Der müsste ja hier eigentlich gleich um die Ecke sein. Der ist wirklich da, ne? Es ist, als hätte ich es gespürt. Ich habe mir eben, als wir da vorbeigelaufen sind, so gedacht, hier müsste doch ein Schatz sein, ne? Also, keine Ahnung warum. Schatz im Urin. So, wollen wir mal, ne? Und als der Patty das Zeug in sie Sicht hier. Bäm! Der Fiesling hält. Ganz schön schwer. Und Rubin, 400 Gold, Priestermaske, silberner Teller, Idol. Geil. Ich liebe diese Schätze. Ich liebe es einfach. Wir haben mittlerweile 7000 Gold. Geil. Okay, dann holen wir uns den bei der Pantherhöhle auch noch. Wenn wir gerade schon dabei sind. Und warte mal, ich guck mal mit dem Koraka, wenn ich das auf der Karte markiere, wo wird der angezeigt? Okay, da hinten. Dann ist der ja eigentlich auch so fast in der Nähe. Unerwünschte Predigt, da weiß ich nicht so ganz, was wir da machen sollen. Mit Bones quatschen. Da braucht man wahrscheinlich einfach die Einschüchterungsfertigkeit auf 90 oder was es war. So, jetzt holen wir uns den da oben auch noch, den Schatz. Und das Wasser sieht irgendwie aus wie so ein Blob, der uns gleich auffrisst, ne? Ganz merkwürdig. Nicht so gelungen. Ja, der ist ja echt gleich um die Ecke. Den kann man mitnehmen. Den kann man mitnehmen. Und wenn wir den haben, dann schauen wir kurz, wo sich der Schatz von Garcia befindet. Garcia ist der Größte. Unglaublich. So, Pantherhöhle, wo bist du da hoch? Hallo? Hey Schätzchen, komm doch her! Okay, wenn es eine Höhle ist, dann... sind wir wahrscheinlich... von der falschen Seite reingegangen. Okay. Könnte doch schwierig werden. Wir müssten nämlich erstmal diesen blöden Eingang finden. Und ich glaube fast, dass der auf der anderen Seite ist. Ich mach gleich mal da oben einen Quicksave und hüpf mal da runter. Und erstmal hier kurz hoch. Wo ich... Doch,
Der ist da unten in irgendeiner Höhle. Überlebe ich das? Ich weiß es nicht, ich versuch's einfach mal. Okay. Selten dämlich. Ja. Das war wirklich selten dämlich. Wir sollten vielleicht ein bisschen. Bisschen weniger Anlauf nehmen. So. Okay, er schleudert da echt runter wie so ein. Wie so ein Steinklotz. Nein, das ist nicht nötig. Nicht die Fackel. Ich wollte eigentlich einen Trank nehmen. So, dann gehen wir nämlich mal hier lang. Jetzt haben wir natürlich die Patty. Da oben zurückgelassen. Aber hier ist die Höhle, ne? Ja, es war mir fast klar. Dann müssen wir die da oben schon wieder abholen. Oh, das ist doch echt. Man hätte natürlich jetzt hier lang laufen können, aber das ist so. Warte mal, ich reise mal kurz hier hin. Jetzt ist Patty wieder da. Dann machen wir es anders. Dann laufen wir da eben von hier aus hin. Das tut mir echt leid. Obwohl das natürlich jetzt auch wieder bescheuert ist. Das war jetzt total blöd. Das war total doof. Warte mal. Nochmal hier hin. Wir stürzen da jetzt einfach runter, gehen da rein, holen das Ding und teleportieren uns dann weg. Dann haben wir die Patty sowieso bei uns. Ganz einfache Sache. So. Bisschen hochgeheilt. Dann überlebt man das hier auch. Hier an den großen Alice-Pilzen vorbei. Hallo. Quick Save. Flinte in die Hand. Und dann kümmern wir uns mal um die Panther hier drin. Aber das ist doch. Genau, das ist doch die gewesen, wo wir mit Hakeke waren, ne? Klar. Hier ist gar kein Panther mehr. Hier ist nur noch ein Schatz. Was für ein Durcheinander. Und er dreht erstmal schön alle Waffen um, damit er sich schön ins Gesicht schießt. Ganz schön schwer. Der Schatz in der Pantherhöhle. So, was haben wir denn da? Open! The Kiste, mein Junge. 500 Gold, Schale, Silberpokal, Idol. Wir sind stinkend reich. Wir sind einfach stinkend reich. So. Hier war doch der Koraka auch in der Nähe, ne? Jawohl. Geht so. Dann Garcias Schatz. Wo haben wir den? Den haben wir auf Antigua und da haben wir noch keine Karte. Heißt, wir müssen nach Antigua segeln. Aber vorher würde ich das hier doch gerne noch machen. Mit dem Koraka, dass wir den zurückbringen. Zu den Eingeborenen. Vielmehr zu Dara. Das machen wir vom Dorf aus. Macht euch frei! Ich habe Garcias Logbuch gefunden. Das außerdem. Und? Was schreibt er? Seinen Schatz hat er in einer Höhle auf Antigua vergraben. Das Passwort für den Eingang lautet: Garcia ist der Größte. Verarschst du mich? Nein. Dieser Mistkerl ist nicht nur gierig, sondern auch verdammt eingebildet. Ich kann es kaum erwarten, nach Antigua zu kommen. Das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Macht euch frei! So. Okay.
dann würde ich sagen... Schicksal wird den belohnen, der ist... Bones, halt doch die Klappe. Suchen wir in der nächsten Folge den Koraka und dann segeln wir los nach Antigua. Also bis dann, tschüss!